Meine sehr geehrten... Moment. Alles okay? Ja, doch. Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Taya the Crimson Eclipse. Ja, mein Mikro ist gerade ins Rote ausgeschlagen und ich dachte gerade, da wäre wieder was falsch eingestellt, aber scheint alles richtig zu sein. Genau. Wir sind mit dem Nebengedöns noch ein ganzes Stück weitergekommen. Jetzt müssen wir mal nachgucken. Also, als nächstes besuchen wir Seths Stiefvater. Stiefvater? Ja. Adoptivvater. Ja, Adoptivvater ist richtiger. Stiefvater ist falsch. auf nach Rail. So. Wo hat denn der nochmal gewohnt? Der hat doch allein nicht gewohnt irgendwo, oder? Aber das war doch in Rail. Genau. Der hat da doch sein eigenes Häuschen. Das muss ich nur wieder finden. Ich meine, es war auf jeden Fall weiter links. Genau. War das nicht das hier direkt? Ja! Dad. Seth. Wir haben schon eine Zeit lang nicht mehr miteinander geredet. Ich habe die Gerüchte gehört, aber ich wusste, du bist unschuldig. Ich habe nie daran gezweifelt, weißt du? Du weißt alles, nicht wahr? Alles? Mein wahrer Vater, die Taya, die Rotfinsternis. Also weißt du es. Ich habe das Sternauge besucht. Dale hat mir alles erzählt. Ich verstehe. Es tut mir leid, dir nichts erzählt zu haben, mein Sohn. Ich habe Neval versprochen, dich aus der Sache rauszuhalten. Vergib ihm, Seth. Das war seine Weise, dich zu schützen. Ich weiß, Dad. Ich weiß. Es ist nur, dass... Ich dachte, mein Vater wäre abgehauen und meine Eltern hätten mich verlassen. Also sind sie tot. Ich hätte es kommen sehen sollen. Wenn ich nur die Wahrheit wüsste, hätte ich es gar nicht probiert, sie unbedingt vergessen zu wollen. Ich hätte alles gegeben, um ihre Geschichte zu erfahren. Ich würde diese Erinnerungen haben. Ich wäre stolz auf sie, nicht beschämt. Das war Nevals letzter Wunsch, dich nichts wissen zu lassen. Er war mein bester Freund, ich musste seine Entscheidung respektieren. Ich glaube immer noch, dass er nur das Beste für dich wollte. Ja, glaube ich auch. Ich kann mich aber nur so schlecht an ihn erinnern. Ich wünschte, dass ich ihn besser gekannt hätte. Es gibt da bestimmte Dokumente, in denen er vorkommt. Er war Teil von Team Echo. Es gibt 5 E-Books darüber. Wenn du sie findest, dann erfährst du vielleicht mehr über ihn. Danke, Dad. Ich werde sie suchen. Die habe ich doch alle gefunden, oder? Ziemlich sicher, dass ich die alle gefunden habe. Ja, 1 bis 5. Hast du alle E-Books gefunden? Ja, aber sie erzählen nicht viel über sein Leben. Die Biografien müssen verloren gegangen sein. Könntest du mir etwas über sie erzählen? Sie waren gute Menschen, Seth. Sie haben uns zu bald verlassen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass sie dich geliebt haben. Ich verstehe, warum du keine Erinnerung an sie hast. Du dachtest, dass sie dich verlassen haben. Was Neval getan hat, hat er getan, um dich zu schützen. Jetzt, wo ich daran denke, habe ich noch etwas von ihnen. Dieses Juwel hatte deine Mutter immer getragen. Es ist ein seltener Atlas. Neval hat es ihr vor ihrer Hochzeit geschenkt. Es ist dein Recht, das letzte von ihnen zu besitzen. Hier, nimm es. Abgrundsatlas! Seth lernt den Bonuskill Rotfuror. Danke, Dad. Ich werde darauf aufpassen. Viel Glück, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Neval, ich musste dein Versprechen brechen. Ich musste es. Ich verstehe. Die letzten Entwicklungen haben die Eigenschaften eines roten Kristalls gezeigt. Glaubst du, wir sollten es dem Kaiser sagen? Natürlich. Die Kristalle sind in Rail gefunden worden, deswegen sollten wir es aber Lord Meister als erstes erzählen. Ich soll Seth zurückholen?
Ich weiß, es war hart, aber wie glaubst du, dass wir ihn dazu bringen, zurück zu den Vanguards zu kommen? Die roten Kristalle und Seth sind verbunden. Mit seiner Hilfe glaube ich, dass wir mehr darüber erfahren. Vielleicht wird er wieder der Alte. Vergib mir, Neval. Lebe wohl, mein Freund. Ach so? Oh, Kaya-Scherben. Dann ist sein Papi überhaupt erst dafür verantwortlich, dass das alles irgendwie so richtig ins Rollen gekommen ist. Also sein Adoptivpapi. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Was habe ich jetzt genau bekommen? Achso, stimmt ja. Sorry. Bitte nicht schlagen. Das heißt, wir gehen mal kurz aufs Albatros zurück. Abgrundatlas. Moment. Es ist eins der S-Klasse. Halt. Aber doch nochmal 90 Hit, 90 Stärke. Schmerzherz. Zwei Slots natürlich wieder. Jetzt bin ich aber gespannt. Was kann das Ding? Mit Abend mehr Stärke und Crit Direkttötung 5%, Effekt Direkttötung 25%. Was war das jetzt mit Abend, ne? War das? Ja, Abend. Mehr Stärke und Crit. Abend können wir ja kaufen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Nein, kostet 7000. Moment. Habe ich doch sicher was da, was weg kann. Hier sowas, die Würmrüstung, die Titanrüstung. Reicht schon. Abend! So. Vorne machen wir wieder Doppel oder bleiben wir. Also erstmal Abend. Achso, scheiße, Abend. Ah. Ja, okay, nee, aber lass mal so. Mit mehr Stärke und mehr Crit. Okay, dann machen wir das so. Was mache ich? Dextro? Schnell am Zugs. Ja, machen wir das so. Ich muss Schmerzherz halt am besten irgendwie noch leveln. Aber das wird mich wahrscheinlich einiges kosten. Falunstein, Dunkelschale, Mithril. Ja, also. Da muss ich auch wieder Geld sammeln ohne Ende. Ganz klar. So, das heißt aber einfach, dass wir die nächste Erledigung machen werden. Und das wäre... Gehen wir nach Mystia ins Auktionshaus. Da soll ja auch irgendwas abgehen. Gut, ob das jetzt so sinnvoll ist, weil wahrscheinlich muss ich irgendwie mitbieten. Und habe aber gar nicht das Geld dafür. Schauen wir mal. Mystia! So, da ist es nämlich schon. Oh, hier liegt noch was. Salbe. Ja. Was gibt's denn Hübsches? Das heutige Item ist... Wow. Da bin ich ja schon raus. Da habe ich ja schon keinen Bock. Nö. Egal. Hau weg. Dann ist das nicht das, weswegen ich hierher soll.
Irgendwas muss hier doch sein, weswegen ich hierher gelockt werde. Wenn ich seltsam bin, aber wusstest du, dass du das Spiel neu starten kannst, indem du F12 drückst? Ja, das wusste ich. Wurde eine wunderschöne Villa versteigert. Mein Mann hat 20.000 Zenit für einen dummen Stein ausgegeben. Er hat seinen Verstand verloren. Kommt auf den Stein an. Oder hat es mit ihm hier zu tun? Ne, mit dem hatte ich auch schon mal gequatscht. Aber sollte hier nicht irgendwas sein? Komisch. Okay, dann mache ich aber was anderes. Dann mache ich was anderes. Und zwar hier mal einen Besuch abstatten. Im Kaiserschloss. Hallöchen. Seth. Majestät. Ach komm schon, Seth. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Steh auf und hör auf, so formal zu sein. Besser. Also, was bringt dich nach Mystia? Ich... Oh. Wegen deinem Antrag. Ich habe über die Sache, die du mich fragtest, nachgedacht. Nein, 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 vergiss es. Vergiss es. Nein. Nein. Machen wir nicht. Da bin ich konsequent. Ich habe gesagt, ich mach's, ich bleib bei dem Schloss. Nein, 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 nein. Vergiss es. Also, hier, ne? Ich glaube, es hackt. So, was ich aber nochmal gucken wollte, was mir Azeroth gesagt hatte, wir hatten hier in Merton City Ferion nicht dabei damals. Also hier müsste es noch was geben. Also hier gibt es mit Sicherheit noch verschlossene Truhen. Ja, 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 ja. So. Hier hatte ich soweit alles geholt. Drecksviecher. Gibt alles EP, Bronzefetzen. Ah, guck mal, da ist nämlich schon einer. Falunstein. Angriff. Damn, I'm just way too good. So. Stimmt, und das hatte ich damals ganz groß übersehen hier. Und da habt ihr alle noch geschrien, so, ey, das kann man doch nicht übersehen. Und das ist auch völlig richtig, also das war ein bisschen arg offensichtlich. Ach, sieh mal an. Ja, ist klar. Dafür die Waffenomikon-Seite. Liegt einfach mal hier rum. Ey, ich komme nicht drum rum, wirklich jeden Ort nochmal anzugucken, ne? Aber hier kommen wir nicht nochmal rein. Okay. Alles klar. Da ist dann wirklich Schluss. Na gut, jetzt muss ich wahrscheinlich auf dem Rückweg nochmal alles plätten. Ah, cool. Hat sich der Besuch doch nämlich schon gelohnt.
Bin mal gespannt, was für ein Bonuseffekt dabei rumkommt. Ja. So. Ach, komm schon. Und tschüssli Müsli. Okay. Ob in der Kanalisation jetzt auch noch irgendwas ist? Gucken kann man ja mal. Es lohnt sich ja offensichtlich, alles nochmal anzugucken. Da haben wir noch so einen Orihaikon-Punkt. Was haben wir da? Abgesehen von zehntausenden Monstern. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ne, war die Kanalisation so ein richtiger Schlüsselmoment? Ich glaube nicht, ne? Da weißt du halt wieder nicht, lohnt sich das hier jetzt nochmal reinzuschauen oder nicht? Was ich halt gar nicht leiden kann, ist Zeitverschwendung. Aber könnte halt sein. Ja, ich glaube, es war wieder. Also alleine der Weg dahin jetzt war eine Zeitverschwendung. Ja, das war für diese blöde Sackgasse hier, ey. Ah, ne, ist doch keine Sackgasse. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Lichtfetzen kann man verkaufen. So, genau. Und dann ging es da hoch und da ist zu. Ja. Gut. Thema erledigt. Einmal zurückkämpfen. Und ich glaube, den Weg erspare ich euch wieder. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf der Weltkarte. So, da haben wir da oben alles abgedeckt. Das haben wir abgedeckt. Da unten ist auch nichts mehr. Hafenstadt Esmith, Smaragdhöhle. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch irgendwas gibt. Aber ist halt das Blöde, ne? Nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt nicht, dass es da wirklich nichts gibt. Das ist halt so die Problematik. Alleine, wenn es um verschlossene Truhen geht. Was? Hier kann man springen. Und was bringt mir das? Ist doch gar nichts. Ah, habe ich wahrscheinlich früher schon mal gesehen. Hätte ich mal gewusst, dass es hier so viel zu finden gibt. Aber hier scheint es wirklich nichts zu geben.
Also wieder Abmarsch. So, dann schauen wir doch mal. Gut, dann können wir ja hier eigentlich wieder aufs Albatros. Dann müsste das ja passen. Jetzt nochmal schauen, was offen ist. Nachrichtenterminal. Es geht um das Auktionshaus, in dem es seltene Items zum Ersteigern geben soll. Okay. Wahrscheinlich gibt es noch irgendein Item im Auktionshaus, wo ich halt einfach mal mitbieten muss, aber naja. Rock, Mitglied des Weißhirschen in Carillet. Rock hat ein seltenes Item gefunden und denkt, dass du es interessant findest. Rock, Adam, Alistair. Rock, Adam, Alistair. Die müssen wir noch besuchen. Dann gehen wir erstmal zu... Weiß nicht. Also zwei sind in Carillet, deswegen gehen wir erstmal nach Carillet. Tamalian, das war der geheime Gang. Da war die Arena. Wir können uns ja jetzt in Tamalian frei bewegen. Jetzt frage ich mich, ob es da nochmal irgendwas gibt, was für uns wichtig sein könnte. Aber ich hatte eigentlich schon alles gesehen, als wir das erste Mal hier waren. Oh, lol. So wie dazu. Reiner Atlas. Ja, das kann man mal übersehen, ne? Ups. Tut mir sorry. Okay. Ne, dann gehen wir gleich... Achso, warte mal. Ach, ich bin so doof. Rock ist doch hier in Tamalian. Die Musik passt ein bisschen zu meinem Geisteszustand. Jetzt muss man noch das richtige Gasthaus finden. Es war doch hier weiter oben. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Das hier, genau. Hallo, Rock. Hey, Leute. Lange nicht gesehen. Seht, was ich gefunden habe. Irgendeine Art Schatzkarte. Es hat etwas gedauert, sie vom ganzen Dreck zu säubern, aber dank mir können wir die Karte jetzt lesen. Darf ich sie mir ansehen? Klar, bitteschön. Das kenne ich. Ich weiß genau, wo das ist. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Wirklich? Dann sollten wir dort nachsehen, oder? Es könnte ein Schatz sein. Ich suche den Schatz und komme dann wieder, wenn ich ihn habe. Seth, ich liebe dich. Kommt wieder zu mir, wenn ihr die Karte noch einmal ansehen wollt. Ich weiß genau, wo das ist. Also, ohne Witz, ich weiß exakt, wo das ist. Das war auch echt nicht schwer zu erkennen. Ich glaube, wenn ich diesen Ort nicht vor kurzem erst besucht hätte, in einer der letzten Folgen, dann wäre mir das vielleicht sogar schon wieder entfallen. Aber ich weiß genau, wo das ist. Wir müssen nach Rael. Zum Glück habe ich so ein gutes Gedächtnis. Und jetzt bitte ein Best-of zusammenschneiden, wo ich genau diesen Satz sage und dann meine ganz beschissenen Erinnerungen gezeigt werden. So, und zwar hier... Muss ich nur noch die richtige Stelle finden. Mit den Level 1er Mobs. Ja, ja. Oh man,
messed up my hair. Hier ist das. Mal gucken. So. Hallo. So. Das sollte der versteckte Ort sein. 10.000 Zenit, geheime Karte 1. Eine Nachricht steht dort. Nennt mich Delrabat Borealis. Ich bin ein Erzmagier des Glasturms. Dies ist nur eine der Botschaften, die ich denjenigen, die sie finden, überlasse. Ich suche mein Leben lang nach Weisheit. Ich möchte jedes Geheimnis der Magie lernen und es meinen Leuten besser gehen lassen. Nur diejenigen, die diese Nachricht finden, sind dazu würdig, an meiner Kraft teilzuhaben und vom Licht beschienen zu werden. Mehr steht da nicht. Okay. Dann zurück zum Albatros, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Und wenn wir schon mal hier sind, möchte ich noch einmal hier rein. Lordmeister ist tot. Wer ist nun hier? Ich kann nicht weiter. Wieso nicht? Manu. Kann ich wenigstens die Sabbaths besuchen? Oh, hallo. Ein Energietrank. Ja, da sind sie ja. Lichtfetzen. Noch irgendwas. Stahl. Wie langweilig. Hast du keine Mysterien für uns? Nein, sorry, Sherlock. Manu, falls du etwas findest, lass es uns wissen. Alles klar. Schade. Nichts Interessantes hier. Hätte mich jetzt gefreut. Ja, dann halt nicht. Wir können mal kurz noch ins Trainingsgelände. Ja, hier gab es nämlich auch noch eine rote Truhe. Zwei Bärenkerne. Okay. Sternauge ist, glaube ich, gar nicht so uninteressant, wenn wir uns das nochmal anschauen. Ne, warte, wir haben uns das nochmal angeschaut, oder? Ne, haben wir nicht. Okay. Gibt's aber auch nichts Besonderes mehr. Du. Ah, das war das. Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Ach, siehste. Wir müssen ja eh wieder zurück nach Karelet. Aber was mir jetzt wieder eingefallen ist, war von Nomikon. So, wo ist es? Marterqual. Nayan blutet zu Beginn des Kampfes, erhält dafür aber starke Verteidigung und Psyche-Boosts. Geheimausrüsten, um Fähigkeit zu aktivieren. Interessant. Was hat er aktuell drin? Morgen.
habe auch kein Geheim da gerade. Was kostet denn Geheim nochmal? Weggeheim. 8000. 8000! Hilfe. Da möchte ich lieber erstmal selbst Waffe upgraden. Schmerzherz. Muss ich aber gerade nochmal gucken, was wir dafür brauchen. Ein Falunstein und 5 Mithril. Ein Falunstein und 5 Mithril. Auch nicht billig. Aber damit müssen wir leben. Jo. Sehr schön. Gefällt mir. So, ich denke, für die nächste Aufwertung habe ich definitiv nicht genug Materialien. Können ja mal gucken, was es kostet. Ja, Zenit fehlt schon. Ich brauche 3 Falunseelen, die sind nochmal teuer. Reines Orihalkon brauche ich auch und das habe ich auch nicht. Also, ich weiß gar nicht, verkauft der das? Ich glaube schon. Ich habe ihn ja auf maximaler Stufe. Materialshop. Nee, nur reiner Atlas tatsächlich. Reines Orihalkon muss ich finden. Interessant. Muss ich mal schauen, wo ich das herbekomme. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal zurück nach Karelet. Hui! So. Weiß, ich merke mir auf einem Bild, wo welcher Ort das genau ist, aber finde den Weg zum Gebäude nicht. So. Eine neue Karte. Jetzt wird es spannend. Ich habe sie gereinigt. Jetzt könnt ihr sie lesen. Das ist die Smaragdhöhle. Ziemlich sicher. Nur die sah innen so aus. Wo genau? Das wird schwierig. Da führen 2 Klippen aufeinander. Ich werde ihn schon finden. Ja, wir werden es finden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber den exakten Ort. Also es ist hundertprozentig die Smaragdhöhle. Ich glaube schon wieder falsch, oder? Strukturen merken. Dann verläuft man sich auch nicht so oft. Okay. Die Smaragdhöhle war in Rail, oder? Ich glaube schon. Oder war das Mystia? Mystia war es. Nicht Rail. So. Da ist sie. Genau. Da oben. Und ich habe da eine Truhe nicht mitgenommen. Leuchtscherbe. Geheime Karte 2. Dort befindet sich auch eine Nachricht. Ich bin weit in das Adlerkönigreich gereist, aber diejenigen, die ich suche, entkamen mir wieder. Sie sagen, dass die 2 urtümlichen Vajnas sich irgendwo auf Ariatale verstecken. Trotzdem sind sie nach der Gründung des Magiekönigreiches auf den Ostkontinent geflohen. Vielleicht sollte ich dort als nächstes nachsehen. Das war alles.
600 Zenit. Okay. Wieder aufs Albatros und wieder nach Karalett. Hui! Und diesmal richtig laufen. So, erst rechts, dann hoch, dann links. Dann wieder hoch. Und dann sind wir quasi schon da. Ist auch nicht so schwer. Eine neue Karte? Verflucht nochmal, ich hoffe, es ist die letzte. So. Interessant. Aber auch da bin ich mir hundertprozentig sicher zu wissen, wo das ist. Jep. Ziemlich sicher weiß ich, wo das ist. Und zwar ist das dieser Berg, wo Rudra sein Duell gegen Asura hatte. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Hieß der nicht einfach nur Berg Garm oder so? Bin mir nicht ganz sicher. So, das ist ja dann Kontinent Mersen. Genau da. Indigo-Kern. Und Gegner. Ja, Level-Ups. So, wir brauchen eine Hängebrücke links rüber. Mit einem einsamen Bäumchen. Genauso. You should be more careful next time. Da nicht, da oben. Azeros. Lol, Azeros-Rüstung? Da muss ich einen Screenshot von machen. Weil ein Kollege von mir hat den Nickname Azeros. Deswegen. Und den hat er schon immer. Also der kann Taya niemals kennen. So, einen Moment. Jetzt habt ihr kurz Standbild wahrscheinlich. So. Erstmal einen Screenshot gemacht. Und wieder gibt es eine Nachricht. Selbst hier, am Ort, der nur von Vasanengeistermagie geprägt ist, konnte ich keine Spur der beiden Vashnars finden. Ihr Königreich wird von noblen Magiern regiert, doch gibt es keine Spur. Ich habe hier jedoch eine alte Rüstung gefunden, die zu ihnen gehört. Ich werde nicht aufhören, ganz Ariatale nach ihnen abzusuchen, doch meine Kräfte verlassen mich allmählich. Ich bin kein junger Mann mehr. Hier hört die Nachricht auf. Die Rüstung? Was kann die denn? Azeros-Rüstung. Automeisterung plus und 150 Stärke. Gib. Nimm. Gib. Einfach nur gib. Wir haben. Niemals! Angriff! Okay. Wieder zum Albatros. Mal sehen, ob das jetzt das Ende war.
So, rechts, hoch, links. Und nochmal hoch. Guten Tag. Eine neue Karte? Verflucht nochmal, ich hoffe, es ist die letzte. Schauen wir mal. Das ist doch hier. Das ist safe hier. Zeig's mir nochmal. An der Säule, Ranken, Wüste mit einem Stand. Schauen wir mal. Was? Nee. Nein, nein, nein. Brauche ich nicht. Brauche ich wirklich nicht. Schon gar nicht für die Summe. So, das ist auf jeden Fall hier. Jetzt muss ich mal gucken. Da geht's zum Schloss. Da kann es nicht sein. Hier ist das. Oder? Nee. Doch. Hä? Nee. Oder war es ein bisschen weiter vorne dran? Ah ja! Reginas Rüstung, Geheimkarte 4. Auch hier ist eine Nachricht. Ich kann nicht aufgeben, aber was ich gefunden habe, darf die Welt nicht erfahren. Ich habe sie gesehen. Azaros und Regina. Niemand hat jemals etwas von ihnen gehört, geschweige denn sie gesehen. Sie sind nicht länger auf Ariatale. Die Magiedimension ist ihr Zuhause. Eine Parallelwelt, die den menschlichen Verstand überschreitet. Ich habe die dunkle Kraft ihrer auf meiner Haut gespürt. Diese Welt. Sie vernichtet jeglichen Sinn. Alles ist paradox, nichts ist non-existent. Realität ist eine Illusion. Ich habe den Schlüssel zu dieser Welt. Aber diese Welt muss verborgen bleiben. Würde sie wieder betreten werden, würde alles an Bedeutung verlieren. Leben, Tod, Sinn, alles hätte ein Ende. Und ich werde es nicht zulassen. Ich verstecke den Schlüssel, wo ihn niemand jemals finden wird. Und packst eine Karte dazu. Sinnvoll. So, was ist das? Automeditation plus 150 Psyche. Jo, kriegt er dann mal eher, ne? Hey Rock, alles klar? Diese Karte ist eigenartig, ich kann sie nicht anfassen. Es ist, als nehmen magische Kräfte Einfluss auf die Karte. Es tut mir leid, aber ich bin raus. Es macht zwar alles Spaß, aber von diesem magischen Ding habe ich etwas Schiss. Bist du wirklich so ein Angsthase? Sorry, aber wie ich bereits sagte, fürchte ich mich vor so etwas. Ich will schließlich nicht verflucht werden. Suche jemanden, der sich mit sowas auskennt und er wird dir helfen. Jemand, der sich mit Magie auskennt? Oh, die habe ich doch heute schon besucht. Das machen wir. Ha, Schnitzeljagd. Schön. Albatros. Und auf nach Whale. So. Bin mal gespannt, was die dazu sagen. Doch, eigentlich schon. Hast du das hier schon mal wo gesehen? Was zur Hölle ist das? Eine Karte. Wir haben einige Schätze mit unserem Kumpel Rock, einem Typen aus Tamalian, gefunden, aber wir konnten diese Karte nicht lesen. Scheint, als wäre sie durch Magie versiegelt oder sowas. Magie, sagst du? Es scheint, als ob diese Karte unser Magie steht, ja. Lass mich ran, ich kümmere mich darum.
Die Karte sollte jetzt sichtbar sein. Ist sie wirklich magisch? Ohne Witz? Das scheint der Fall zu sein. Rätselhaft, sage ich. Habt ihr noch etwas anderes über die Karte herausgefunden? Ja, eine Nachricht war neben jedem Schatz versteckt. Von Delrabat. Delrabat der Wanderer. Dieser Name sagt mir etwas. Er ist ein legendärer Held von vor über 2000 Jahren. Delrabat war ein Mann, dessen Aufgabe es war, Azaroth und Retina, die ersten Vashnars, zu finden. Hat er sie gefunden? Niemand weiß es. Delrabat ist spurlos verschwunden. Wir sollten andere Karten von ihm finden und schauen, was los ist. Tut das bitte. Hier ist eure Karte. Nein. Nicht wirklich. Ihr wisst genau, wo das ist. Das ist der Tempel von Halkon. Dieser Ort. Altilia? Delrabat war auf dem Mond? Wir sollten dort nachschauen. Okay. Interessant. Verrückte Sachen hier. Absolut verrückt. So, was fehlt denn jetzt noch? Eigentlich nur noch Adam und Alistair. Dann nochmal zurück nach Karelet. Das ist die Wüste, ne? Genau. Da hätte ich theoretisch noch einen Jagdauftrag, aber ich hasse die Wüste. Adel! Wo hat Adam nochmal gewohnt? Hier? Oh, rote Truhe. Felsen! Hallo! Verdammt, ich kann es nicht fassen. Habe ich sie wirklich verloren? Was ist los, Adam? Ich habe meine Alchemieausrüstung verloren, aber ich bin mir sicher, dass sie hier war. Was, wenn sie jemand gestohlen hat? Wir helfen dir, Adam. Wir werden deine Ausrüstung zurückbringen. Oh, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wie soll ich jetzt drauf kommen, wo die ist? Ich meine, selbst wenn sie jemand gestohlen hat, wie komme ich da drauf? Ich kann theoretisch jedes Haus mal angucken. Hier oben ist ja schon das Monster-Arschloch-Gebiet. Ja, das weiß ich. Aber hier war doch auch ein Schlüsselmoment, ne? Ich meine, hier ist ja Seth fast umgekommen. Aber gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll. Ich möchte eigentlich jetzt ungern mich hier durchbetteln. Alchemieausrüstung, keine Ahnung, wo ich die suchen soll, ganz ehrlich. Gibt es denn keine Anhaltspunkte? Ja, ich benötige was, einen Anhaltspunkt, Mensch. Naja, dann halt nicht. Schauen wir mal, was Alistair von uns will. Albatros! Was ich aber auch nochmal... Ja,
einmal nach Raikan, weil ich habe schon wieder sehr viele Gaia-Scherben gesammelt. Die könnte ich mal abgeben. Der Altar. Doch nur 9 Stück? Mist. Dachte, es wären mehr. Naja, 60 Stück habe ich jetzt insgesamt gesammelt, was ich echt viel finde. Was war hier oben eigentlich nochmal? Emerald City. Hier ist Benedicta. Haus Chesterfield. Könnt ihr irgendwie auch nochmal angucken. Ah, eine rote Truhe. Wutalpha. Okay, hat nichts mehr zu erzählen. Hätte ja sein können. Zu finden gibt es hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Nö. Und nö. Es hätte ja sein können. Okay. Dann. Gibt's hier auch definitiv nichts Besonderes mehr. Okay, aber was Alistair will, das schauen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke, für heute haben wir wieder genug erreicht. Ach ja. Ach, guck mal, jetzt sind die hier mit an Bord. Das finde ich aber schön. Doch, ich erinnere mich dran. Vielen Dank. Cool, cool. Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Daniel. Adios.